In Hartha kann man sie treffen. Preisträger des Simul Plus Wettbewerbs Ideen für den ländlichen Raum. Mit einem besonderen Bündnis zur Förderung des örtlichen Nachwuchses unter dem Motto Schule und Forschung regional vernetzt überzeugten die Hartha die Jury und wurden dafür prämiert. Sie gehörten zu den 70 Preisträgern in einem Wettbewerb, der laut dem Minister nur Sieger hat. Es gibt Preisträger, aber alle sind Gewinner. Weil, wenn hier 362 Projekte eingereicht worden sind, haben sich in diesem Freistaat Sachsen tausende Leute zusammengesetzt und haben sich Gedanken gemacht, was können wir denn tun gemeinsam für unser Dorf, für unsere kleine Stadt, für unsere Region. Und viele werden von denen diese Ideen trotzdem weiterentwickeln oder zu sagen, nee, wir haben uns hier in der Gruppe gefunden, lass uns doch weiter treffen, lass uns für unser Dorf, für unsere kleine Stadt etwas tun. Und das ist der eigentliche Wert dieses Wettbewerbs, dass wir Leute zusammenführen, wie der Simul gemeinsam, dass wir Leute zusammenführen, um Potenziale im ländlichen Raum zu heben. Potenzial im ländlichen Raum soll auch in Hartha gehoben werden. Genauso wichtig ist es, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder auf die doch sehr dramatisch sich ändernde Welt vorbereitet werden. Dass sie wissen, wie sie sich trotz neuer technischer Kommunikation und sozialer Medien in dieser Welt zurechtfinden. Dass sie sich eben nicht abhängig machen, ständig nur aufs Handy schauen, dass sie auch noch Zeit am Tage für andere Dinge haben. Dass sie sich ihr eigenes Urteil bilden können, halte ich für sehr wichtig. Dass man Schülern zeigt, dass man eine so kleine Stadt wie Hartha lebendig gestalten kann. Dass sich Generationen verbinden lassen und dass man Wege weist und Perspektiven bietet. Und genau das ist auch das Ziel, was wir mit unserem Projekt verbinden. 300.000 Euro Preisgeld bekommen die Hartha für die Umsetzung des Projekts, das den örtlichen Nachwuchs fördern soll. Dabei wollen das Mainzberger Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e.V., die Stadt Hartha sowie die Pestalozzi-Oberschule und das Martin-Luther-Gymnasium Hartha naturwissenschaftlich interessierte junge Menschen weiterqualifizieren und ihnen eine Perspektive in ihrer Heimat vermitteln. Durch Praktika und Facharbeiten sollen die Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenz in den MINT-Fächern weiterentwickeln, berufsvorbereitend und praxisnah. Ich denke, das Rezept ist ganz einfach. Wir wollen als Forschungsinstitut einfach etwas daneben packen, was Sie als Schule hier nicht haben. Ja, das ist sozusagen unsere Erfahrung mit der Wissenschaft, mit bestimmten Methoden. Und ich weiß zum Beispiel, dass im Gymnasium in der Physik im Lehrplan impedimetrische Messungen im Lehrplan stehen. Und ich gebe jede Wette, dass das total schwierig ist für einen Schüler zu verstehen, was das wirklich ist. Und wir können den Schülern praktisch das wirklich zeigen, wie das funktioniert. Und es gibt viele, viele Beispiele dafür. Wir haben hochmoderne Messmethoden bei uns am Institut. Ja, wir haben also zum Beispiel alles, was man heute an Mikroskopie machen kann, optisch oder elektronenmikroskopisch oder wie auch immer. Wir haben das alles da und wir denken, dass das nützlich ist für die Schüler, dass sie sich das sozusagen angucken können und dass sie da bei uns auch mal an solchen Geräten sitzen können. Über die geplanten Schritte zur Umsetzung informierte die Schulleiterin des Martin-Luther-Gymnasiums Hartha. Wir haben uns gedacht, im naturwissenschaftlichen Profil besonders interessierten Schülern die Möglichkeit für die Teilnahme eben an dem von Professor Mertich geschilderten praxis- und studienorientierten Unterricht zu geben. Ja. Dazu werden dann in enger fachlicher Abstimmung mit unseren Fachlehrern und den wissenschaftlichen Mitarbeitern des KSI Inhalte eben aus der Forschung in unser naturwissenschaftliches Profil eingearbeitet. Man ist hier seit einigen Jahren frei und kann einen eigenen Lehrplan schreiben. Und deshalb haben wir uns gedacht, das muss man unbedingt nutzen, ne? Dass man nicht an den für alle Schulen vorgegebenen Lehrplan gebunden ist, sondern dass wir hier etwas Eigenes entwickeln. Neben den Schülern sind in einem weiteren Block auch die Lehrer an dem Projekt beteiligt. Um das Interesse der naturwissenschaftlich interessierten Schüler zu wecken und die Inhalte des Fachunterrichtes, insbesondere eben Physik, Chemie und Biologie, mit aktuellen Forschungsinhalten zu beleben, ist eine gezielte Weiterbildung auch unserer Fachlehrer vorgesehen.
als Weiterentwicklung des SCHILF-Konzeptes, SCHILF ist das Kürzel für schulinterne Lehrerfortbildung, werden dann moderne Sensorkonzepte und Messprinzipien, innovative Verfahren der komplexen Datenauswertung aus der aktuellen Projektarbeit des KSI inhaltlich in unsere Lehrpläne der Lehrerfortbildung eingearbeitet. Der Wissenstransfer sozusagen vom Wirtschafts-, vom Forschungsinstitut zum Gymnasium erfolgt hier, so stellen wir uns das momentan vor, durch Vorträge der wissenschaftlichen Mitarbeiter des KSI oder eben mittels Vorführungen und kurzen Exkursionen, wir haben ja kurze Wege dann ins Kurt-Schwabe-Institut unserer Fachlehrer eben nach Mainzberg. Im Rahmen der Veranstaltung unterzeichneten Staatsminister Thomas Schmidt und Bürgermeister Roland Kunze zu dem Projekt einen Vertrag. Außerdem übergab der Minister die Urkunde an die Preisträger.